Dia de los Muertos, der Tag der Toten, ist der Titel einer neuen Bilderausstellung, die am Abend des 16. November im Bennohaus eröffnet wurde. Die mexikanische Künstlerin Lenny Lopez und ihr Ehemann führten durch die Veranstaltung und erklärten dem Publikum, was es mit der Kunst auf sich hat. Über 40 Bilder zeigen zum Teil schaurige Motive in sehr bunten Farben. Lopez selbst begleitete die Vernissage musikalisch. Die Bilder sind eigentlich gleichzeitig mit der Lieder Kultur von Mexiko. Und die Farben sind auch wie die Noten mit der Lieder. Ne? Das denke ich. Der Dia de los Muertos wird jedes Jahr am 1. und 2. November in Mexiko gefeiert. Anders als beim hierzulande bekannten Allerheiligen geht es hier jedoch nicht um die Trauer, sondern darum, das Leben auf farbenfrohe und positive Art zu feiern. In ihren Bildern in Öl und Acryl bildet Lenny Lopez, die seit 4 Jahren in Wolbeck lebt, diese Lebensfreude eindrucksvoll ab. Bis zum 20. Januar 2020 können die Bilder im Bennohaus betrachtet werden.